Also ich war 40 Jahre verheiratet. Und das war für mich, also ich meine, dieses 40, 4 für Sri Ganesha und überhaupt, ich war so von den Socken, aber doch wow, was wir geschafft haben. Und da sind wir eben dann nach Gmunden gefahren und haben eine schöne Zeit gehabt. Und das war eben der 14. August, war der Hochzeitstag und am 15. September, das war ein Sonntag, war das so, dass mein Mann tot im Bett gelegen ist in der Früh. Und es war aber vorher so, ich habe immer ein kleines Fußbild gehabt und habe halt so, wenn ich den Wunsch gehabt habe, ein Boja gemacht zu Hause. Und ich habe mir ein großes Fußbild gekauft und habe das eingerahmt und habe mir gedacht, diesen Sonntag mache ich das Boja. Und ich bin wach geworden, es war noch finster und bin rauf in meinen Meditationsraum, im ersten Stock und habe das Boja gemacht. Und das war wirklich, waren so schöne Vibrationen und ich bin dann runtergekommen und immer gedacht, mein Mann liegt so komisch im Bett und habe wirklich gemerkt, er ist tot. Und das war wirklich sehr hart, alle Buben anzurufen. Der Papa ist gestorben. Und ja, wie gesagt, das war aber zu der Zeit die Familie, also sie haben sich so lieb um mich gekümmert und waren alle da und das war wirklich ganz toll. Und eben dann das Gefühl gehabt, meinen Ehering, den habe ich jetzt 40 Jahre getragen. Mein Mann hat ihn nie genommen, er hat immer gesagt, er könnte sich verletzen. Haben gedacht, das reicht jetzt. Und habe ich vibrierte Blumen genommen und habe so mit einem Seidentuch habe ich so ein Polsterl gemacht. Und da habe ich meinen Jüngsten gefragt, sag ich, sag Clemens, fahrst du mit mir zur Donau? Weil wir haben eine Donauschifffahrt gemacht, eine wunderschöne, mein Mann und ich und so. Jedenfalls die Donau haben wir gedacht, der möchte ich den Ring anbieten. Und wir sind dann eben nach Deutsch-Altenburg gefahren und da ist ja diese große Donaubrücke und mein Sohn hat mich aussteigen lassen. Er sagt der Mama, das ist deine Sache. Und ist weitergefahren und ist eben dann wieder zurückgekommen. Ne? Und ich habe eben der Donau diesen Ring angeboten und da ist eine Möwe geflogen und ja, ich habe natürlich geweint aber, und habe so lange noch dieses Backerl schwimmen gesehen, weil durch diese Blumen war ja das so leicht und ist am Wasser geschwommen. Und dann sind wir eben essen gegangen und dann sage ich, du, was hältst du davon, wenn wir Steine sammeln an der Donau und wir machen dann aufs Grab ein Herz. Und es war so rührend, diesen 2 Meter großen Clemens zu sehen, wie er mit dem Sackerl da an der Donau die Steine aussucht. Und es war wirklich, also ich habe das auch sowieso immer gerne gemacht. Und dann habe ich das Gefühl gehabt, okay, es passt. Und dann setze ich mich ins Auto und dann schaue ich aufs Handy und es war 14:08 Uhr, also unser Hochzeitstag, 14.8. Und wir haben auch noch so eine Möwe wieder gesehen, so fliegen, wie wir die Steine gesammelt haben. Und ich habe so das Gefühl gehabt, es war richtig, dass ich das gemacht habe mit dem Ring und mit der Donau.